Erster. Das Josephinische Strafgesetz löst die Constitutio Criminalis Theresiana in Österreich ab. Damit ist die Folter ebenso wie die Todesstrafe in Österreich abgeschafft. Das sollte sich Donald Trump, der in den USA 2016 Präsident werden möchte, mal überlegen, ob das richtig ist, die Folter und die Todesstrafe als etwas zu propagieren, was auf der Höhe der Zeit ist.